Herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Wir haben Mama und Lochnefeind oder Mulligan und Lochnefeind. Jetzt ist Mountain Not City für uns offen. Coole Sache. War ein ganz schönes Stück Arbeit, aber hat sich ja dann doch ausgezahlt. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Jetzt geht die Party ab. Unser Bibi wird uns weggenommen, denn Hartman, heißt der Hartman? Nein, Die Hartman. Nein, ich habe ihn schon wieder vergessen, wie der Typ heißt. Die Hartman ist Die Hartman. Deadman, so heißt der. Deadman, der duscht sich da gerade, weil unser Bibi ihn angeschifft hat. Kaffee? Ah, lecker. Okay, also wir sollen die Dusche aktivieren für ihn. Okay, das machen wir. Hier drin bespitzelt uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahme. Keine Videos für Lippenleseranalysen. Komm näher. Bei Hartman darf hiervon nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Lehresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Dokumente wurden vernichtet, die BB-Technologie verboten. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strand. Bridget? Die BBs waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartman damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen oder sein Gesicht. Aber du vielleicht, weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er trug die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennungen. Klar, tut mir leid. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten. Indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land zusammenführen. So kann ich des Rätsels Lösung vielleicht etwas näher kommen. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Kompliment. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es. Ohne dich würde ich es nie schaffen. Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal. Sobald du bereit bist. Also hundertprozentig weiß ich jetzt noch immer nicht, was abgeht, ehrlich gesagt. Aber ist okay. Ist okay. War spannend, spannend, spannend. So, Fragile-Sprung, Ausrüstungsregal ansehen. Rucksack anpassen, das wollte ich ja vorher machen eigentlich. Denn ich glaube, es gibt jetzt was Neues, richtig? Es gibt jetzt den Stabilisator. Ah, Stabilisatoren. Sie senken dein Sturzrisiko, wenn du versuchst, dein Gleichgewicht wieder zu erlangen.
unterstützt dich ihr Haltungskontrollsystem automatisch dabei. Ach, ist das so. Und wenn das deinen Sturz trotzdem nicht verhindert, dämpfen sie den Aufprall für dich und deine Fracht. Mhm. Okay, den brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nein. Ich habe meine Supermunitionstasche hier. Das muss reichen. Würde ich jetzt mal behaupten. Was siehst du? Das BB weg ist? Ja, ich weiß. Und B haben wir auch nicht mehr viel. So, verlassen wir mal den privaten Raum und schauen mal, was unser nächster Auftrag ist. Mein Auto ist noch da. Es ist so schön, dass mein Auto noch da ist. Ich freue mich richtig. Deadman sagt, dein Bibi funktioniert nicht richtig. Wir müssen deine Hauptmission unterbrechen, bis wir dieses Problem gelöst haben. Es ist unsere einzige Dooms-kompatible Einheit. Und je weiter du nach Westen gehst, desto mehr GDs wirst du begegnen. Übrigens, Amelie hat uns informiert, dass außerhalb von Edgenot City ein Teergürtel liegt. Eine große Region voller GDs, die Higgs beschworen haben soll. Und auch wenn wir wollen, dass du sie schnellstmöglich da rausholst, hast du ohne dein Bibi nicht den Hauch einer Chance. Du musst Deadman unbedingt dabei helfen, es wieder betriebsbereit zu machen. Da er hier ist, könnt ihr zwei das vielleicht persönlich besprechen. Sir, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Und ich hoffe, per Hologramm ist okay. Zuerst musst du ein paar Prepper in der Gegend ans Netz bringen, um die chirale Dichte vor Ort zu erhöhen. Das verstärkt die Verbindung zwischen BB-28 und seiner Todmutter. Dann müssen wir, wie ich schon erklärt habe, die Justierung deines BBs anpassen. Das geht leichter, wenn wir etwas räumlichen Abstand zwischen euch zwei bringen. Wir behalten es hier und schicken dich raus. Läuft alles nach Plan, sollte dein BB bald wieder normal funktionieren. Zum Glück treibt dieser Plan unsere anderen Ziele voran. Wir wollen diese Region ohnehin ins chirale Netzwerk integrieren. Also belieferst du Prepper, baust so Beziehungen zu ihnen auf und überzeugst sie, an Bord zu kommen. Es ist nicht leicht, sich in diesen Bergen einzurichten. Aber viele Leute haben es trotzdem versucht. Überall sind Bunker verstreut. Wir haben eine Auftragsliste von ihnen, die abgearbeitet werden muss. Aber vergiss nicht, das sind Leute, die freiwillig da draußen leben. Leute, denen ihre Privatsphäre wichtig ist. Denk nicht, es könnte leicht werden, sie zu überzeugen. Du musst ihr Vertrauen Schritt für Schritt, Job für Job gewinnen. Noch etwas, Sam. Für eine Weile wirst du ohne Bibi unterwegs sein. Es wird sich stark auf deine Fähigkeit auswirken, GDs zu entdecken. Also halte Augen und Ohren nach allem Ungewöhnlichen offen und meide den Regen, wenn es irgendwie geht. Kein Thema. Das schaffen wir. Ich finde es halt immer wieder schön, dass wenn man in neuen Gebieten ist, auch wieder neue Herausforderungen und nicht Schema F immer abzuarbeiten ist. Schon ein bisschen durch das neue Bunker, aber auf andere Arten und Weisen. Und das finde ich ganz schön. Also das haben sie ganz nett gemacht. Wir haben hier kaum Material. Das ist unglaublich. Was soll ich mit dem bisschen Material anfangen, das da ist? Es bringt gar nichts, gefühlt. Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber was es bringt ist, als Erste, was wir mal machen, ist Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Und da gibt es zwei. Da gibt es mal die Robotikerin und den Arzt. Fangen wir mal zur Robotikerin. Ich glaube nämlich, dass ich dort irgendwie schon hinkommen werde. Auswählen. So. Machen wir das mal. Also, wir haben eine Leiter, wir haben eine Kletterverankerung. Wir haben kein TCK. Da werden wir uns zwei machen. Weil wir dann eine Seilrutsche herunterbauen, glaube ich. Wir haben Blutbeutel, wir haben eine Kletterverankerung, wir haben Bridges-Stiefel, zwei Stück von zwei. Wir brauchen die Bouldergun Stufe 2 auf jeden Fall.
Da gibt es die Anti-GD-Waffe oder es gibt einfach das nicht tödliche Sturmgewehr. Davon haben wir sogar eins mit, das passt. Granaten, Rauchgranaten, Rauchgranaten, Sturmgewehr Stufe 2. Passt. Ich glaube, das war's. Ich glaube auch nicht, dass wir da viel weiter kämen. Kommen wir hier viel weiter mit einem Three-Wheeler? Jaiba Kusanagi. Oh, das wäre cool. Aber viel cooler wäre ein Langstrecken-Three-Wheeler hier. Wobei, ich bestätige jetzt einfach mal, bevor wir irgendwas machen. Vielleicht gibt es ja einen in der Garage. Ja, gibt es einen in der Garage, bevor wir unseren Blödsinn hier Fahrzeug herausholen. Gut. Schauen wir mal, ob das was bringt. Und dann bitte ummodeln das Ganze. Oh, mir fehlt noch was, glaube ich. Blutgranaten haben wir nicht viele, oder? Passt, kennen wir. Haben wir Blutgranaten mit? Ich schau mal eben. Oh, Granatentasche. Wir hätten Platz für 7 Granaten, kann das sein? Blutbeutel? Oh, wir brauchen Blutbeutel und Granatentaschen. Okay, pass auf. Das werden wir jetzt noch schnell hier recyceln, das andere Zeug. 1, 2, 3. Ketchup. Komm. Passt. Ein Traum. Unglaublich. Wahnsinn. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Ausrüstung, nämlich, ich würde sagen, 2 Blutbeutel. Blutgranaten, hier haben wir es. Warte mal, Vorratstasche. Blutgranate. Granatentasche, Granatentasche, yeah. Cool. Da sind wir relativ gut ausgerüstet, zumindest. Wenn GDs wirklich angreifen sollten. Haben wir jetzt genug, glaube ich. Das passt. Nicht, dass wir wieder so überrascht werden wie beim letzten Mal. Ich glaube, die Robotikerin müsste. Wo ist sie? Hier. Tatsächlich. Schau, schau. Aha. Wieso? Was ist los? Sam, hörst du mich? Lockner? Aha. Ich melde mich über eine Bridges-Leitung. Ich wurde gebeten, für meine Schwester zu übernehmen und dich zu unterstützen. Wir sind wieder vereint. Eins. Für immer und ewig. Wir sprechen uns noch, also sollte ich schnell auf dem neuesten Stand sein. Bist du etwa wieder bei Bridges? Darum geht es nicht. Ging es nie. Es geht darum, was sie will. Was wir wollen. Und warum sollten wir dir nicht helfen? Du hast uns geholfen. Wir sind jetzt alle verbunden. Okay. Das ist mir sehr viel zu abgedreht, Sir. Sie ist da hinten irgendwo. Warum ist da rüber eine Brücke? Das verstehe ich nicht. Da kommst du nämlich nicht wirklich rauf. Eine Lieferung für Mountain Not City. Die hat es nicht mehr ganz hierher geschafft. Schaut euch das an. Hey. Moment. Die sind jetzt schon leicht angefüllt, die Dinger. Ach so, weil viele Leute schon was beigetragen haben. Damit ist es jetzt nicht... Oh, ich glaube, wir hätten uns schon... Oh. Da brauchen wir weit nicht so viel, wie wir angedacht hatten. Das ist gut zu wissen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir in einen dieser Terroristenlager was ausrauben, oh Gott.
Dann können wir wieder mal Material rauben und vielleicht kriegen wir die Straßen wirklich fertig mal. Vielleicht. So, wie schnell kommt der Three-Wheeler hier durch das Schneefeld? Das wäre interessant zu wissen. Lou, ja genau. Nennt er so sein BB. Es ist halt schon deutlich schneller, gell? Als wir damals unterwegs waren. Es juckt gerade alles so. Ich sollte mich vielleicht mal irgendwann duschen gehen. Diese zweimal im Jahr sind, glaube ich, zu wenig. Schau, da können wir noch was zur Robotik herinbringen, das passt. Und ein ganz fetter Chirala. Warum habe ich das gemacht, bitte? Bist du dumm? Na, jetzt ernsthaft, bist du dumm? Naja, egal. Schön, dass wir Mountain Knot jetzt auf jeden Fall dabei haben. Schau mal. Maschinenöl. Wie macht man das? Sollen wir bis hier mal die erste Seilrutsche montieren? Ich überlege gerade, wie wir die angehen. Das ist gar nicht so blöd. Wobei, na, auch nicht wirklich gescheit, merke ich gerade. Okay, das könnte gehen. Hier könnten wir mal einen Teil der Seilrutsche montieren. Bin nur nicht sicher, ob das sich ausgeht, das Ganze. Schauen wir mal. Seilrutsche. Hä? Keine chirale Abdeckung, du bist ein bisschen ein Idiot, gell? Brücke? Wie kommst du auf Brücke? Hallo? Nochmal Seilrutsche. Ihr schau, geht doch. Und er nimmt's wieder weg. Was ist mit der Steuerung schon wieder? Ich glaube, ich beiß den Schmetterling wirklich. So. So eine blöde Scheiße, wirklich. Diese Steuerung ist so für den Arsch. Und das kann nicht mehr am Controller liegen. So. Eins haben wir hier und eins da drüben dann. Das wäre cool. Oh, hier haben wir keine Abdeckung dann. Das merke ich gerade. Das ist nicht gut. Das heißt, wenn wir die Robotikerin anschließen, sollten wir eine Abdeckung bekommen. Hoffe ich mal. Wirklich, GD ist jetzt. Ist das euer Ernst? Oh. Scheiße! Ich glaube, ich spinne, hä? Komm, rüber. Oh shit, die Kacke. Oh Gott.
Oh mein Gott. Dreckige GDs. Schön, dass hier auch so eine wunderbare GD-Zone ist. Sag mal, wo ist denn sie? Oh Gott, das ist ja doch ewig weit. Ja, bist du deppert. Oh mein Gott. Wer macht denn sowas, dass er sich so weit verkriecht? Warum ist denn hier GDs? Echt? Schade, dass ich mein Moped zurücklassen musste. Also hier haben wir keine Abdeckung, gell? Sonst hätte ich jetzt hier gemütlich eine Seilrutsche montiert. Das war nicht ich. Der dreht nur schon wieder durch. Das weiß ich. Da ist auch noch ein Paket für die Robotikerin, sehe ich gerade. Holen wir das? Dann haben wir ja gleich noch zwei zusätzliche Pakete gebracht. Ob da viele Leute einfach gestorben sind durch die GDs, kann das sein? Ja, vielen Bit. Gott, ich hoffe, da gibt es dann irgendwie ein Schneemobil oder irgendwas, mit dem man hier besser durchkommen kann. Wie weit ist denn das noch? Das kann ja nicht so ewig weit weg sein mehr. Hier ist eine heiße Quelle, oder? Man muss sein. Oh. So. Robotikerin. Die ist echt irgendwo im Nirgendwo. Obwohl so schöne... Man hat hier aufgrund der schönen Einkesselung im Berg, ist man schön geschützt vor Wind. Und weil es nicht so hoch ist, die Berge rundherum, also weil man quasi in seiner Art Kessel drinnen ist, ist auch die Gefahr für Lawinen absolut minimal. Beziehungsweise die Menge von Lawinen, die Gefahr, die von Lawinen ausgeht, ist minimal, sagen wir mal so. Komm, ein bisschen, gib Gas, Alter.
Ich hätte gerne ein aktives Schneeskelett oder so, das dann durch den Schnee besser geht. Wär geil. So, bitte schließ dich gleich an. Lass dich gleich anschließen. Weil es nervt hier. Mit 2 Sternen muss das schon reichen, oder? Ich hoffe mal, dass es reicht. Wie man hört, bist du der Ansprechpartner für das chirale Netzwerk. Kann ich nach Vertragsabschluss wirklich auf eure Baupläne und so weiter zugreifen? Ich will meine Forschung mit allen teilen. Ihre Arbeiten haben mir genutzt, deshalb soll meine Arbeit auch ihnen nutzen. Lass mich ein Teil der UCA werden. Das war ja einfach. Neuer Strang. Super. Die Robotikerin. Ein Geländeskelett. Genau das will ich haben. Fertigungsdaten für ein Geländeskelett. Ich glaube, das ist jetzt geil. Und in Silber. Und in Gold. Und ein Haufen Zeug hier. Ich hoffe auch ein paar Seilrutschen, die uns weiterhelfen. Das wäre halt geil. Das wäre halt richtig geil. Mitten in den Bergen. Gratulation. Sehr gut, sehr gut. Dann sitzen wir wohl in einem Boot, Sam. Ich würde dich gerne herumführen, aber hier sieht es gerade schlimm aus. Du hast einen weiteren Bunker ins Netzwerk geholt. Gut gemacht. Das chirale Niveau steigt wie prognostiziert, das ist gut. Es wird dich freuen, dass die Operation von BB-28 gut gelaufen ist. Es sollten keine zusätzlichen großen Eingriffe nötig sein. Wir sind noch nicht über den Berg. Aber ich denke, das Schlimmste haben wir hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch das Netzwerk weiter ausbauen, Änderungen beim Anstieg des chiralen Niveaus überwachen und Anpassungen vornehmen. Medikamente sollten genügen. Weiter so, Sam. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es hört sich immer so an, als ob BB glücklich wäre, obwohl wir kein BB dabei haben. Und da oben ist ein negativer Regenbogen. Ganz oben. Jo, der Cut.